Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drakan and the Ancient Gates mit mir, dem Lupus. So, wir sind hier noch in der Höhle des Unsichtbaren und haben bis jetzt richtig gut aufgeräumt. Was soll ich denn mit dem Blitz? Doch, der Feuerball. Und das hier sieht so ein bisschen aus wie ein kleines Gefängnis. Ich frage mich, ob hier auch einer drin ist. Okay, Feuerball kann man also ganz gut auch im Nahkampf benutzen. Oder ist das hier nur eine Schatzkammer? Obwohl eine Schatzkammer mit einer Truhe ist jetzt auch nicht so. Ja. Oh, na gut, zwei Truhen, aber auch nicht so. Ja. Tja, hier ist scheinbar gar nichts. Es ist wirklich nur. Ja. Das ist sie dann noch. Entweder ist es eine Art Gefängnis, wo hier sind nur ein paar Kisten. So, passt doch. Oh, man, noch ein bisschen Geld. Vielleicht sind da drin auch noch ein paar Kisten. Kisten, Thron, irgendwas. Hauptsache Geld. Schade, hier ist gar nichts. Wir sind ja wirklich mehr als geizig hier, was das angeht. Ich aber auch schon mal Spendabler begegnet. Wo rennt der eigentlich? Wie ist der von mir weggerannt? Hier, okay, da ist keiner. So. Ein bisschen tiefer. Da ist ein bisschen. Ja, sehr schön. Ah, natürlich bleibt ein fast stehen, ey. Oh. Das ist mal schön, die kommen immer so angelaufen und bleiben dann vor ihm stehen und dann gehen sie. Es sind halt nicht die hellsten, die kleinen Trogs. Boah, fand ich das Magier? Ich weiß jetzt nicht, ob das Magier sein sollte. Sah zumindest aus, als würde er versuchen zu casten. Was sagt meine Bewaffnung eigentlich? Okay, die ist Schrott. Flammen, genau. Damit kämpfe ich jetzt standardmäßig. Das würde ich auch noch reparieren. Das trage ich so lange mit mir, bis ich was Besseres finde. Obwohl, ja. Ja, ich dachte nur, weil man kann es ja auch noch verkaufen, obwohl es Müll ist. Oder Schrott ist. Dachte ich jetzt gerade, könnte ich ja eigentlich noch verkaufen. Kontrolle. Habe ich getroffen? Habe ich aber nichts an Schaden. Hat er mich getroffen? Oh, nicht vielleicht ein bisschen. Geht aber noch. Ich erwarte eigentlich, und ich da jeder Ecke irgendwie irgendwo den Unsichtbaren. Der hat aber auch eine. Eigentlich wollte ich den Spiegel bezaubern. Da. Ach, den kann man gar nicht angreifen, wenn er unsichtbar ist. Aber Sekunde, wenn der unsichtbar ist, könnte ich versuchen. Oh, ey. Wunderbar gefailt. Scheiße.
Ah, oh, ich habe nicht damit gerechnet, dass der so viel aushält. Ärgerlich, wo habe ich zuletzt gespeichert? Scheiße. Oh, Kacke. Okay, das ist jetzt mega ärgerlich. Da habe ich scheinbar etwas länger nicht gespeichert. Sonst speichere ich dauernd. Oh, Scheiße. Okay, gut, das werde ich mit schnell jetzt mal. Ja, ein bisschen durchrennen. Der Kleine denn aus? Na. So, der ist weg. Komm, Feuerbälle um mich werfen. Ach, das war der Unsichtbare, okay. Okay, der hätte doch eine ganze Menge aus. Gut, ist ein Boss. Da wäre der Kampf ja auch langweilig, aber ich bin echt dumm an den Kampf reingegangen. Ich wollte die ganze Zeit Magie einsetzen. Ich wollte die ganze Zeit versuchen, ein Spiegelbild zu zaubern. Deswegen habe ich immer wieder die Waffe weggesteckt, aber das funktioniert nicht. So, jetzt muss ich nochmal eben das ich krieg beim schnell den Malertrank. Irgendwie habe ich das so ein bisschen das Gefühl, dass ich volle Malertränke irgendwie immer so. Hier kriegst du die Keule. Extra für dich. Ist ja easy. So, hier war nichts drin. Dann waren nur hier die Fässer und die eine Kiste. Das reicht. Sehr schön. So, und hier links. Oh, hier ist noch einer. Ach, den habe ich ganz vergessen. Gut, dann war in dem anderen die Kiste. Knapp. Ich dachte doch, ich wollte mich nicht selber braten. Ich habe mir jetzt nicht gemerkt, was vorher drin war. Ich glaube, in der Eintruhe war ein bisschen mehr drin. Also mehr als 7 Gold letztes Mal. Sehr schön. Ja, das ist cool, wenn die so nah beieinander stehen. Perfekt. Machen wir mal kurz Mana. Hier um die Ecke stand ein Torg. Den habe ich noch im Kopf. Mal gucken, treffe ich die Fässer auch von hier aus? Oh, das war ein Volltreffer. Das war ein Volltreffer. Okay, da ist doch Magier dabei gewesen. Den habe ich nur letztes Mal relativ fix fit gemacht, sodass der nicht mehr Kasten hatte.
So, so, jetzt. Wie gesagt. So, ja, ich glaube, dann sind nur noch zwei, drei Gegner vor mir und dann bin ich auch schon wieder mal beim Boss. Wenn überhaupt noch ein Gegner. Ja, doch, der da. Das ist der letzte. So, dann müsste hier um die Ecke eigentlich der Boss sein. Ich lupe nur mal ganz kurz vorsichtig um die Ecke. Nee, mach doch mal nicht. Ah, da unten ist der. Hier unten ist der. Will ich mich beim Heilen. Also ich glaube, der Unsichtbarkeitszauber wird auch nicht viel bringen. Denn sobald ich den ja ein paar Mal schlage, macht er sich unsichtbar. Ah doch, komm mal komplett voll. Jetzt warte ich eben noch das Mana, dann speichere ich noch einmal und dann geht's drauf. Ich denke mal, perfekt wäre wahrscheinlich... ihr kriegt ein paar Feuerbälle aus der Entfernung. Und den Rest mache ich mit dem Schwert. Das werde ich wegwerfen. Das brauche ich nicht. Ich könnte ihm natürlich auch hiervon ein paar verpassen. Ich weiß nicht, wie mächtig der Flammenschlag ist. Die Ettlinge war richtig mächtig. Was das anging, war die Ettlinge richtig mächtig. So. Full Mana, Full Life und ja. Ich würde sagen, jetzt kriegt der Unsichtbare mal seinen Pelz versenkt. Alter, der ist ja schnell. Super. Der ist echt schnell. Okay, der kann sich auch sehr viel schneller drehen als die anderen Warthogs. Aber der ist down. Die sollte ich besser ins Lager bringen. Wäre viel besser, wenn ich die selber benutze. Jetzt kann ich die mir. Oh Mann. Das ist der Nachteil, dass hier jedes Item einen Platz im Inventar wegnimmt. Irgendwelche Schlüssel, irgendwelche Quest-Items, das ist voll blöd. Einmal den Feuerball. Einmal Feuerball bitte. Kisten kaputt machen. Die Explosionskiste geht konnt stehen gelassen. Wie sich das gehört. Naja, wie Gold ist das nicht. $13,215, oh ja, das ist halt so. Ja. Jetzt ist hier scheinbar nichts mehr. Kurz einen Blick reinwerfen. Nee. Alle Kisten gelootet. So, dann speichere ich aber mal eben. Den Kampf möchte ich nicht normal machen. Der geht nur an. Der kann nur anders ausgehen. Aber Vollheilung wäre sinnvoll. Es gibt auch momentan auch gar nicht mehr so viel Erfahrungspunkte. Ich glaube, dadurch, dass ich dir eine Quest gemacht habe, bin ich im Level echt... echt gut dabei. Oh, okay. Irgend so ein Seitenausgang. Arok! Keine Angst, ich komme. Wo bist du? Ach da. Oh. Der ist aber auch sneaky manchmal.
So, sehr schön. Dann haben wir hier alles abgearbeitet. Dann wollen wir mal zurück ins Nordling-Lade. Das war, glaube ich, da lang. Ne, ich hab die Karte. Oh. Die Richtung war schon mal richtig. Es war aber doch ein Tick weiter weg, als ich dachte. Hier zwischen, oder? Da unten. So, mal gucken, was der mir noch zu erzählen hat. Tja, mit den Handschuhen ins Unsichtbaren wäre er natürlich jetzt super bedient. Außer jetzt, die passen eben überhaupt. Die müssten ja eigentlich auch Watergröße eigentlich sein. Hey, oh, guter Mann. Ah, da sind sie ja. Die Handschuhe des Warthogs. Wie gewünscht. Ihr habt ihn? Die Männer suchen ihn seit Monaten. Ihr kommt einfach an und findet ihn einfach so? Es war nicht einfach, aber da sind sie. Er bestiehlt euch nicht mehr. Wegen des Schwerts. Was? Aber das war doch nicht mein Ernst. Ach nein, das ist wirklich schade. Dann bringe ich die Handschuhe wohl wieder zurück, was? Nein, nein, wartet. Nehmt das Schwert. Gebt mir nur die verdammten Handschuhe. Wenn ich sie eingeschmolzen habe, kann ich vielleicht wieder ruhig schlafen. Das ist vielleicht eine gute Idee, die Dinge einzuschmelzen. So, die Goldklinge. Boah, die nimmt sogar gleich 2 Platz weg. Ist nicht ernst. Kann ich benutzen? Nein. Boah, also ich möge mir so langsam das Inventar zu. Das finde ich eher ungeil. Das ist ein bisschen kacke. Das Problem ist, dass mir immer noch das Grab fehlt. Komm schon. Ups. So. Finde den Amethyst des Sehers. Und die Asche des gefallenen Kriegers fehlt mir. Jetzt ist die Frage, gibt es diese Sachen hier? Ich kann mir mal die mystischen Wall der Halbmenschen hinten angucken. Ist das die richtige Richtung? Oder? Hallo? Alter, die Musik. Okay. Diese Soundexplosion ist so geil. Durch diesen Area Damage. Trifft sie so gut wie immer. Und sie zieht nichts ab, Alter. So wenig. Oh, das lasse ich da mal hängen. Alter, die Musik hat mich gerade so irritiert. Oder so, irgendwas passiert, irgendwas passiert. Okay, die Soundexplosion hat zwar nicht die Reichweite, aber das macht auch gar nichts. Aber der da drüben. Oh, ein Eingang. Pardon. Wir wissen nicht, wo das Portal hinführt. Ich kann's mir nicht vergleichen. Ich muss da rein. Das Schwert verwenden, um Kisten kaputt zu machen. So, muss ich ja auch gar nicht. Sonst habe ich den Feuerball. Oh, das ist gut Geld. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wenn ich ein Portal sehe, dann muss ich ja förmlich rein. Hallo?
Okay. Unbekanntes Gebiet. Ja, aber ich würde sagen, das erkunden wir dann mal in der nächsten Folge. Und ich bin mal gespannt, was es hier gibt. Irgendwas liegt da vorne, aber das schaue ich mir in der nächsten Folge an. Bis dann. Hoffentlich seid ihr dann auch wieder mit dabei. Tschüss.